Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Minecraft Survival Folge 6. In der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten Folgen, habe ich viele Baustellen angefangen. Doch am Ende der letzten ist mir aufgefallen, dass es mir vor allem auch an Holz fehlt. Daher fange ich diese Folge eine weitere Baustelle an, und zwar die Baumfarm. Sie beträgt ungefähr die Größe von einem ganz normalen Feld und wird wahrscheinlich hier nicht mehr hinpassen, weil dann nicht nur der Rahmen fehlt, sondern weil auch das Dach dann in die Baumfarm reinragt. Das heißt, ich werde sie wahrscheinlich auf die andere Seite dieses Weges setzen und dann hier damit anfangen. Hier ist der Weg natürlich einen Block höher. Das macht aber gar nichts. Ich würde das ganze Plateau einmal abtragen, dass wir immer noch auf dieser Ebene hier bleiben und die Farm dann einfach reinsetzen. Ich meine, das hier kann dann auch weg. Ja, es leckt noch ein wenig. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Das ist die Chunks laden. Da unten ist das Meer. Und wir haben hier auch vereinzelt noch Dschungelbäume. Da könnten wir uns eigentlich auch noch auf die Suche machen. Vielleicht finden wir ja auch Kürbisse oder Melonen. So, für weitere Farmen. Kartoffeln und Weizen haben wir bereits. Hier würde ich dann die Felder auch weiter ausbauen, dass wir hier noch welche anlegen können. Aber gut, machen wir uns erstmal hier an die Arbeit, die Baumfarm zu errichten. So, ich zähle das jetzt gleich erstmal ab. 1, 2, 3, 4. Wasser. 1, 2, 3, 4. Und hier wäre dann der Rand von dem Ganzen. Jetzt ist die Eisenschaufel natürlich kaputt. Schade, ich hätte sie noch einschmelzen können, hätte ich ein Eisennugget rausbekommen. Am Anfang ist das dann doch noch ressourcenschonend. Habe ich bei der ersten Eisenspitzhacke, glaube ich, auch noch nicht getan. Das heißt, wir verbrauchen diese hier nicht ganz, sondern verwahren sie. So, dann haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4 Wasser. 1, 2, 3, 4 und der Rand. Jawohl, das heißt, das können wir auch alles abtragen. Dann haben wir auch genügend Erde, um es an einer anderen Stelle wieder anzuschütten. Schauen wir nochmal eben, ob wir uns nicht verzählt haben. 1, 2, 3, 4, Wasser. 1, 2, 3, 4 und der Rand. Und ja, meine lieben Freunde, ich weiß, eine Baumfarm benötigt kein Wasser. Allerdings ist es immer so das gleiche Schema wie bei dem des Feldes hier. Das heißt, wir haben hier auch 4 Blöcke, dann eine Wasserquelle, wieder 4 Blöcke und den Rahmen. Und damit ich die Größe einhalte, zähle ich halt dann nicht bis 9 plus Rahmen, also 11, sondern mache das dann immer 1, 2, 3, 4 Wasser, 1, 2, 3, 4 Rahmen. So, dann an der gleichen Stelle hier kann ich auch einmal wegmachen. Hier muss ich auf keinen Fall verzählt. Dann komme ich von der Seite. Hier den Baum können wir auch direkt fällen. Den benötigen wir hier nicht mehr. So, den können wir auch fällen. Hier werden nachher neue der gleichen Art gepflanzt. So, und alles hier zwischen muss jetzt einmal abgetragen werden. Den Rand unten machen wir auch direkt weg. Den brauchen wir nämlich nicht. Und wir waren direkt am Weg. Das heißt, wir können hier das auch wegmachen. Das wird jetzt eine etwas mühseligere Arbeit werden, aber sie ist notwendig, damit wir in Zukunft immer ausreichend Holz zur Verfügung haben, ohne in den Wald gehen zu müssen und vor allen Dingen auch ohne Bäume fällen zu müssen, die eine gewisse Größe überschreiten. So, Steinschaufel ist kaputt, das ist gar nicht schlimm. Wir müssen sicher gleich nochmal in die Mine reingehen und weiteren Cobblestone farmen für weitere Schaufeln. Und natürlich auch für das Haus hier vorne, um das weiter auszubauen. Generell für alles. Also Cobblestone hat man eigentlich nie genug. So, gleich haben wir es auch schon geschafft. Das Plateau hier drunter kann nämlich stehen bleiben. Es kann auch aus Erde bestehen. So, das machen wir nochmal weg. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Weg auch einmal weg. Der soll ja nicht höher als die Baumfarm nachher sein. Und die ersten Saplings zum Anpflanzen haben wir auch schon. Ich glaube, in der Kiste liegen auch noch ein wenig Saplings. Und dann können wir die Baumfarm auch direkt bepflanzen. Hier vorne der Rand muss natürlich auch weg. Wie das Prinzip hinten bei der Mine schon war. Wir wollen hier immer nur einen Hang von einem Block Höhe bekommen, damit wir zur Not hochgehen können. So, die Steinschaufel neigt sich auch dem Ende zu. Das hier müssen wir allerdings auch noch abmachen. So. Und das hier kommt auch noch weg. Und die beiden kommen auch noch weg. Immer nach dem gleichen Schema. Die Steinschaufel ist jetzt kaputt. Wir haben noch einen Cobblestone übrig. Wir können uns noch eine machen. Das würde ich sagen, nutzen wir auch. Und danach müssten wir in die Mine gehen. Habe ich auch wirklich keinen Cobblestone? Auch nichts in der Truhe liegen? Nein, scheint nicht so zu sein. Die können wir schon mal mitnehmen. Die brauchen wir gleich.
Und ja, das mehr brauche ich eigentlich nicht. Schade. Ja gut, dann gehen wir gleich nochmal in die Mine. Vorerst wollen wir hier nochmal den Hang einmal wegmachen. Damit das schön sauber aussieht. Perfekt. Einen Apfel haben wir auch wieder. Sehr gut. Den brauchen wir in Zukunft auch noch. Dann mache ich den Weg hier nochmal weg. Der ist noch etwas zu hoch. Den mache ich auch weg. Da kamen dann Cobblestone-Stufen hin. Vorher muss hier aber wieder Gras über die Sache wachsen, damit wir überhaupt was platzieren können. So, jetzt haben wir das Feld hier angelegt. Und der Abstand der Bäume wird wie folgt sein. Einmal ein Rand, dann zwei Blöcke Abstand, wieder zwei Blöcke Abstand, dass wir später 9 Bäume hier drauf pflanzen können. So, ich setze sie auch bewusst auf diese Höhe. Ja. Ach, bevor ich sie pflanze, ganz wichtig, bevor ich es vergesse, wir müssen auf jeden Fall eine Höhenbegrenzung in die Baumform einbauen, sonst haben wir viel zu große Bäume. So, ich habe hier 4 Slabs, die werden allerdings nicht reichen. Ich benötige noch mindestens 5 weitere. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal in die Mine, farm ein wenig Cobblestone. Die kann ich theoretisch mitnehmen, um uns dann Slabs zu craften. Ui, das ist auch fertig, super. Und die Höhenbegrenzung der Baumfarm anzulegen. Denn ohne diese haben wir danach also Bäume wie diesen hier in der Baumfarm drin wachsen, wo wir hochklettern müssen, um ihn oben zu fällen. Und das wollen wir nicht. Das ist viel zu aufwendig. Wir wollen lieber wie die Birken ungefähr die Höhe erreichen, dass wir auf jeden Fall immer an jeden Baumstamm ran können. So, dann schauen wir mal hier unten. Wie sieht das hier aus? Ach, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut, die Treppe hier. Die gefällt mir schon ganz gut. Da vorne ist mir noch ein wenig zu dunkel hier, nicht dass da was spawnt und danach in unseren Minengang reinkommt. Ebenso wie hier hinten, hier ist ja noch gar nichts ausgeleuchtet. Die komplette Höhle ist ja noch dunkel, aber sie ist auch vorbei. Super, dann kann hier auch schon mal nichts spawnen. Ja, für klassischen Cobblestone würde ich sagen, machen wir auf den Minengang hier einmal weiter. Immer darauf achten, dass die Eisenspitzhacke jetzt nicht kaputt geht. Die würde ich wirklich dann ganz gerne einschmelzen. Ah, wie viel Durability hat die noch? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt hat sie noch 1 und danach wäre sie dann verbraucht. Wir nehmen also die nächste. So, ein wenig Cobblestone gefarmt. Wie sieht das mit den Fackeln aus? 1, 2, 3, 4, 5 und jede sechste ist dann quasi eine Fackel. Ja, perfekt ausgeleuchtet, dann kann die hier oben weg. Das spawnt dann auch nichts mehr und wir können den Gang weiter vortreiben. Ein wenig weiter würde ich noch machen, dass wir noch mindestens einen Stack Cobblestone haben. Ui, hier geht's weiter runter. Okay. So, machen wir das wieder zu. Da wollen wir ja nicht runterfallen. Das muss ja nicht sein. So, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, der nächste wird dann aber wieder eine Fackel. Und so, meine lieben Freunde, haben wir nachher einen Gang, der perfekt ausgeleuchtet ist und wir können in der Mitte sogar noch Schienen verlegen für ein Minecart, um die Strecke, falls sie etwas länger sein wird, abfahren zu können. Hier deute ich jetzt den Gang nochmal an und dann würde ich mich wieder auf den Weg nach oben begeben, um die Baumfarm weiterzumachen. Weil während wir, genau das meine ich, dann fällt man hier rein, während wir hier nämlich farmen, können die Bäume ja schon mal wachsen. Jawohl. Das Kupfer da vorne und das Eisen, das werde ich zu einem späteren Zeitpunkt noch holen. Es ist auch schon wieder dunkel geworden. Der erste Tag hier ist vorbei. Ich habe noch angefangen. Das heißt, ich klaue mir nochmal das Bettchen hier, lege mich kurz schlafen. Ja. Und dann einmal nach oben. Ich hoffe, hier sind jetzt keine Monster gespawnt. Gut, dass wir hier 2 Eisengolems haben. Der eine hat sich hier auf das Haus niedergelassen. Kommt, glaube ich, nicht mehr hoch. Ja. Ja, Kollege, du musst dann runterfallen, dann außen einmal die Treppe nehmen. Der andere ist hier immer noch am Patrouillieren. Das ist sehr gut. Dann machen wir uns hier nochmal ein paar Slabs. Genau. Können es auch für die Zukunft noch ein paar machen. Ich denke, wir werden ja nicht nur eine Baumfarm anlegen. Ich hatte in der letzten oder vorletzten Folge erwähnt, dass ich ganz gerne auch ein eigenes großes Haus anlegen möchte mit verschiedenen Holzsorten. Das heißt, wir brauchen auch verschiedene Holzfarmen. So, Eisen ist auch wieder mit am Start, ehrlich. Die Eisenpickaxe, die lege ich mal da rein. Brennen sie mit Stöcken durch. Die Kartoffeln können wir rausnehmen, die sind auch fertig. Dann haben wir ein wenig Vorrat, falls wir mal in die Mine gehen. Das heißt, die Seeds, den Apfel, den können wir mal da reinlegen. Das sortieren wir mal ein bisschen hier. Das ist das nächste Projekt. Erstmal die Baumfarm, dann will ich hier das Haus ausbauen, dass es ein wenig größer wird und nicht mehr so klein. Denn eine Doppeltruhe, meine lieben Freunde, reicht vielleicht für den Anfang, aber für spätere Dinge reicht sie definitiv nicht. So, dann würde ich auch noch direkt... Ah ja, ich habe keine Stöcke, jetzt haben wir diesen Eisennugget nämlich erhalten. Ist nicht viel, aber es ist etwas, besser als gar nichts. Und damit können wir dann wieder eine weitere Pickaxe machen.
Dann brauchen wir noch zwei Schaufeln. Und wir wollten ja jetzt die Höhenbegrenzung von den Bäumen anlegen. So, beziehungsweise wir haben auch, glaube ich, genügend Cobblestone, um einmal hier die Umrandung zu setzen. Dass wir sehen, wo die Baumfarm ist und wo nicht. Sonst hüpfen wir nachher wieder über diesen Graben hier. Das wollen wir ja auch nicht. So, das sieht doch gut aus. Und dann müssen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und der 9. wird dann ein Half Slab werden. 2 Abstand, Half Slab, 2 Abstand, Half Slab. So, ganz bewusst diese Größe, weil das noch die, das ist die größte Größe, die man von unten noch abbauen kann. Beziehungsweise da, wo jetzt die Erde ist, der Stamm kommt ja nicht bis zum Half Slab, sondern da wird dann ein Blattwerk noch sein. Der Block darunter, der ist dann ein Stamm. So, dann habe ich hier wieder zwei Abstand, den einen habe ich zu viel gesetzt, zwei Abstand und machen wir den in der Mitte auch noch und dann können wir den auch direkt abbauen. So, springen wir mal hier rüber, ein Drahtseilakt, aber wir wollen nicht direkt runterfallen. So, den einen Block lassen wir stehen, sammeln den restlichen, die restliche Erde hier ein, die können wir später noch gebrauchen, da wollen wir nichts verschwenden. Und jetzt haben wir die Höhenbegrenzung für die Bäume quasi schon geschaffen und müssen diese nur noch anpflanzen. So, perfekt. Die können jetzt in Ruhe wachsen und während sie das tun, ach, da können wir auch direkt schon Weg machen. Herrlich. Dann machen wir hier schon mal den Weg drumherum. Sieht dann ein wenig gepflegter aus. Haben die das geändert? Ich dachte immer, Wege kann man nur auf Grasblöcken herstellen und nicht nur auf Erde. Ha. Na gut. Haben sie dann zum Positiven geändert, finde ich. Das erleichtert einiges. Ja, das geht. So, dann machen wir hier auch noch einen Weg hin. Ja. Die machen wir so, dass wir dann hier, perfekt, Cobblestone-Stufen hinsetzen und dann einmal hier hochgehen können. Den machen wir weg. Ist ein bisschen doppelt gemoppelt. So, was wir hier machen, schauen wir mal. Das ist eine schöne große freie Fläche. Ich denke, oder ich ziehe in Erwägung, hier mein Haus hinzusetzen. Dann bin ich direkt am Dorf und hier ist eine große, wirklich eine große Fläche eigentlich frei. Der ganze Hügel, dann würde ich wirklich hier mein Dorf hinsetzen. Also mein Haus in das Dorf. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Das werden wir dann aber später erst realisieren. Vorher muss die Baumfarm wachsen. Da muss hier das Rathaus erweitert werden. Damit ich eine etwas größere Base für den Anfang habe. Und auch ein Lager. Der Mineneingang muss weitergemacht werden. Da begebe ich mich jetzt dran. Und. Also es gibt noch einiges zu tun. Wir haben sehr viel Arbeit. Mit dem bisschen Cobblestone, was ich jetzt gerade hier noch habe, komme ich da noch lange nicht aus. So, das heißt, wie ist der Stand des Tages? Ja, fast einen halben Tag haben wir. Okay, dann ist die Folge auch schon wieder rum. Das geht immer sehr, sehr schnell vorbei alles. Das heißt, wir sprinten nochmal kurz hier unten in die Mine rein. Ja, das ist sehr gut. Hier würde ich nachher noch Schilder hinsetzen, dass ich weiß, okay, hier ist Kohleebene. In die andere Richtung könnten wir theoretisch auch gehen. Dann würden wir hier in dieser Steinsäule enden. Das schauen wir mal. Vielleicht machen wir das, vielleicht machen wir es nicht. Gucken wir mal. Eingang reicht auch erstmal. So, dann würde ich den hier weitersetzen. Ich habe auch gesehen, voilà, ich habe hier, glaube ich, 4 bereit. Das stimmt natürlich auch nicht. Ja, das soll immer 3 bereit sein. So, weil wir es ja nicht anschütten können oder erstmal noch nicht möchten, würde ich sagen, mache ich das erstmal so, hilfsweise. Einmal die Treppe schon mal. Ja, es ist jetzt halt natürlich ärgerlich, dass ich die schon hier ausgehoben habe. Aber auch nicht weiter schlimm. Ihr seht, es geht relativ schnell, es zu beheben. Wir setzen einfach die Treppe darüber. Und dann hat es sich. Das habe ich mich hier eingebaut. Und wir sind auch direkt hier schon gelandet. So, perfekt. Super. Dann können wir hier den Gang weiter runtertreiben. Wie gesagt, wir haben hier 1, 2, 3, 4. Das heißt, der Block wäre dann quasi schon wieder hier. Ja, machen wir den hier weg. Hier ist die Wasserquelle. Die entferne ich jetzt aber einmal. Die stört jetzt langsam. Auch wenn sie uns viele Gegner hier die Höhle runtergetrieben hat. Und soll sie ja nicht wegtreiben. So, das machen wir auch einmal weg. Ja, man kann hier immer noch hochhüpfen, beziehungsweise wir haben ja hier den Gang, da können wir einfach in die Höhle rein. Wir sind also nicht darauf angewiesen, dass jetzt hier etwas steht. Und ja, die Höhle ist relativ groß. Da unten kriecht auch ein Creeper, den wollen wir auch da unten kriechen lassen. Gar nicht die Aufmerksamkeit von dem erregen. Besser ist es. Und dann wollen wir hier weiter runtergehen und schauen. Die nächste Ebene ist Ebene 32, wenn ich mich nicht irre. Ja, das wäre dann die Ebene mit Eisen. Bis wir die erreichen, dauert es natürlich noch ein wenig. Wie gesagt, wir sind hier oben gerade auf 96. Also da ist noch einiges vor uns an Arbeit. Erstmal schon mal die Struktur hier schaffen, wie wir runtergehen, damit das nachher
auch immer schön im gleichen Raster ist. 1, 2, 3, 4. Da wäre jetzt eigentlich dann ein Block dann da drüber. So gefällt mir das aber schon ganz gut. So lassen wir das. Das heißt 1, 2, 3. Hier würde ich dann wieder eine Fackel setzen. In der Diagonale immer mit 3 Blöcken Abstand statt mit 6. So, die Fackeln können wir auch wegnehmen und setzen hier einmal wieder eine hin. Das kennzeichnet dann quasi den Beginn der Treppe nach unten. Das heißt, wir können hier auch schon mal weiter abbauen. Dann haben wir auch genügend Cobblestone für die anderen Projekte, die wir alle so angehen. Und es wird wieder dunkel, das heißt, die Folge ist jetzt vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like da, abonniert den Kanal, um weitere Folgen nicht zu verpassen, aktiviert die Glocke für alle Informationen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao!